bin hier auf der Fachtagung für Vertrauenspersonen des Deutschen Bundeswehrverbandes. Nach nunmehr als 25 Jahren Mitgliedschaft beim Verband nutze ich diese Tagungen, um Netzwerke zu generieren und zu erweitern. Denn nur der gemeinsame Austausch bringt uns und den Soldatinnen und Soldaten sozialen Vorsprung. Gerade in diesen bewegten Zeiten wie der Erhöhung der Einsatzbereitschaft und der Ausrichtung der Landes- und Bundesverteidigung ist es immer nicht die Frage des Obs, sondern immer des Wies. Und das Wie kann ich immer dann besser transportieren, wenn ich durch Transparenz Akzeptanz schaffe. Ich nutze diese Tagungen und finde sie sehr gut. Ja, ich bin heute hier zum ersten Mal auch eingeladen worden zur Fachtagung beim Bundeswehrverband für Vertrauenspersonen. Bin sehr stolz darauf, hier zu sein. Das ist das erste Mal für mich. Super hochinteressant, die Themen, die hier besprochen werden. Und weil es für mich auch Neuland ist, weil ich dieses Jahr erst von meiner Wählergruppe zur Vertrauensperson gewählt worden bin. Demnach bin ich dankbar für jede Einladung in diesen Gremien, um Erfahrung zu sammeln, um Informationsaustausch mit anderen Kameraden zu haben und freue mich auf jede weitere Informationsveranstaltung des Deutschen Bundeswehrverbandes. Der Vortrag von Oberst Wüstner hat mich gestern sehr beeindruckt. Wann kommt man dazu, einmal ihn sprechen zu hören? Das war schon für mich Neuland. Ich bin zwar mit vielen Schutzpersonen unterwegs und ihn kennt man aus dem Fernsehen sozusagen. Und das war für mich auch das erste Mal, ihn so reden zu hören und ihm auch Fragen stellen zu können, die super beantwortet wurden. Es ist mir eine absolute Ehre, hier zu sein. Ich freue mich unglaublich über diese Einladung und ich habe so viel mitgenommen in diesen zwei Tagen, was ich natürlich auch gerne an die Truppe und an meine Wählerschaft dann in dem Sinne rantragen werde. Ich bin auch an Tag 2 absolut begeistert von dem, was hier ablief. Ich möchte auch gar keinen Referenten großartig hervorheben, weil für mich wirklich alles grandios war. Von der ersten Minute an, von der Organisation über die Durchführung bis hin zur Verpflegung, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Themen, die mich auch persönlich berührt haben, weil ich immer und immer wieder solche Berührungspunkte habe, gerade wenn es um die WDO geht oder allgemein um Rechtsberatung im eigentlichen Sinne. Und ich bin wirklich erpicht, gleich am Montag meine Wählerschaft zusammenzurufen und dort einfach zu berichten, welche Erfahrungen ich hier in Berlin sammeln durfte und das dann dementsprechend weitergebe. Ja. Was mir auf alle Fälle in Erinnerung bleiben wird, war gestern die mitunter hitzige Diskussion, wenn es eben um das Thema Ehrenamt geht. Und nichts anderes ist ja auch die Vertrauensperson in den Verbänden. Und allgemein auch der Bundeswehrverband in seinen ganzen Tätigkeiten ist einfach Ehrenamt. Und man könnte da jetzt auch ausschweifen in Form von den diversen Betreuungseinrichtungen in den einzelnen Verbänden. Auch Privatsportvereine etc. pp. Und mir persönlich fällt es halt immer wieder auf, und ich finde es auch sehr, sehr bedauerlich, dass einfach die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, immer weniger wird. Und ich merke das auch in meinem eigenen Bereich, sei es privat, sei es dienstlich, dass einfach der Bezug dazu fehlt. Dass die Motivation fehlt, zu sagen, hier bin ich, ich möchte was machen, ich möchte was angreifen. Und mir missfällt es einfach, dass meistens diejenigen, die am lautesten schreien, diejenigen sind, die am wenigsten sich dafür einsetzen. Und dahingehend ist es mir auch ein Anliegen, zu sensibilisieren. Leute, macht was, steht auf, greift was an, sei es privat, sei es dienstlich, weil nur so kann es funktionieren. Auch im Sinne der Interessensvertretung jedes Einzelnen, weil nur im Großen und Ganzen kann es funktionieren. Und da müssen sich halt einfach ein paar Leute rauskristallisieren, die sagen, jawohl, ich möchte was machen. Ganz wichtig. Ich bin hier zur Tagung gekommen, weil es bei einer Tagung wie heute und wie gestern so viel Kompetenz zusammenkommt, wie der GVPA, HPR und der Vorstand von Bundeswehrverband Beteiligungsrecht. Auch die Mitglieder sind sehr alle erfahrene VPs und die bringen uns auch sehr viel mit. Und wir können auch sehr viele Fragen, die wir auch mitgebracht haben, beantworten, tauschen uns auch sehr untereinander aus. Und das hilft uns jedes Mal, so eine Tagung. Besonders gut gefallen hat mir der Vortrag von Oberst Wüstner, der auch in der Truppe uns wieder gefragt hat, was drückt euch, was die aktuelle politische Lage ist. Ich habe von der neuen BDO sehr viel mitgenommen, die Neuerungen, die wir auch an der Dienststelle weitergeben, auch an unsere Kameraden, die in unserer Obhut stehen. Und damit wir auch schon mal vorbereitet sind, bevor es auf den offiziellen Weg über den Vorgesetzten kommt. Ich habe sehr viele Informationen im Bereich WDO, BBO und Soldatenbeteiligungsrecht mitgenommen. Ich habe gute Kontakte geknüpft, die man immer gut gebrauchen kann. Für mich ist die Mitgliedschaft im Deutschen Bundesverband dahingehend wichtig, dass außerhalb der Streitkräfte, wo die soldatische Beteiligung eingesetzt wird, wir uns auch weiterhin einsetzen können für die Verbesserung des sozialen Fortschrittes in den Streitkräften.
Ich empfehle die Mitgliedschaft im Deutschen Bundeswehrverband aus diesen Gründen, dass man halt unter anderem eine Rechtsschutzversicherung hat, dass der Verband für einen einsteht, wenn man Fragen hat, Rechtsfragen hat oder wenn man in dienstlichen Belangen auch was verändern möchte. Ich selbst bin jetzt seit 18 Jahren aktiver Soldat und bin auch von Tag 1 an aktives Mitglied beim Bundeswehrverband. Und ich möchte es auch nicht missen, weil einfach die Vorteile, Mitglied zu sein, deutlich überwiegen. Wenn ich heute sage, für einen relativ geringen Beitrag, den ich persönlich in finanzieller Hinsicht leisten muss, bekomme ich halt einfach auch Rechtsberatung und so weiter und so fort, Diensthaftpflicht und. Sehr viele Sachen, die ich persönlich auch wirklich gerne in Anspruch nehme, gerade eben als Interessensvertreter, / als Vertrauensperson. Wenn es um das Thema Waffengleichheit geht, dann einfach den Bundeswehrverband anrufen zu dürfen und zu sagen, hey, hilf mir mal, weil hier mein Chef oder der Kommandeur haben dementsprechend ja ihren Rechtsbeistand in Form des Rechtsberaters und ich stehe halt ohne da. Und dahingehend, wie gesagt, ist der Bundeswehrverband für mich ein absolut wichtiger Ansprechpartner. Und ich kann es auch wirklich jedem Kameraden nur deutlichst und wärmstens ans Herz legen, macht eine Mitgliedschaft beim Bundeswehrverband, weil es nur zu euren Vorteil sein kann. Ich bin seit 18 Jahren Mitglied beim Deutschen Bundeswehrverband. Ich kann jeden Kameraden, Reservisten empfehlen, eine Mitgliedschaft, weil es ist in der Mitgliedschaft so viel abgesichert, ob es Rechtsberatung ist, ob es Versicherung ist. Es kümmert sich auch der Bundeswehrverband nicht nur um den aktiven Soldaten, auch um die Familie. Beim Deutschen Bundeswehrverband zu sein, da auch Mitglied zu sein, ist für mich sehr wichtig. Und ich denke, für alle Kameraden, ob jung, ob alt, man hat super Vergünstigungen, ob es beim Shoppen ist, ob es bei der Wählergruppe ist, ob es ums Recht geht, um Anwalt, man braucht ein neues Auto, gerade als junger Kamerad, frischen Führerschein, frisch bei der Bundeswehr, da kommt man überall besser mit. Also ich nutze die App bzw. die Vorteile auch schon sehr häufig. Rede da auch oft mit meinen Kameraden drüber, die ebenfalls diese Vorteile nutzen. Also im Deutschen Bundeswehrverband sollte man auf alle Fälle sein, wenn man zur Bundeswehr gehören will. Musik